werden die Aktion Ehrliche Helfer für die Landwirtschaft. Biogas Lappau bekommt ein Merlo und ein Merlo-Mann für einen Tag. Drei, wir haben mit Nils Müller zusammen eine 265 kW-Anlage. Dafür füttern wir im Jahr ungefähr 4.500 Tonnen Maissilage. Ich selber habe ja noch Milchviehbetrieb mit 210 Rindviecher, davon 120 Milchkühe. Wir haben eine Milchleistung von 11.000 Liter im Jahr. Dafür füttern wir im Jahr ungefähr auch 1.000 Tonnen Maissilage. Rein arbeitstechnisch. Ich bewirtschafte den Betrieb mit meiner Frau und einem Angestellten, der uns 3 Stunden am Tag unterstützt. Dann fangen wir mal an mit der Biogasanlage zu füttern. Tust du bitte 15 Tonnen Mais erstmal rein und dann von dem GPS noch 5 Tonnen dazu und von dem Weizen eine halbe Tonne. Mhm. Und dann leg mal los. Können tust du es ja. Wenn man das ist auch genug. Alles klar. Zu den beiden habe ich eben eine ganz besondere Beziehung. Das ist einfach die erste Maschine, die ich damals verkauft habe für das Unternehmen Merlo. Das war so eine sympathische Verhandlung und auch im Nachhinein auf jeder Messe, auch auf Agritechniker, Eurotier, selbst auf Acker haben wir uns getroffen und man telefoniert halt. Ich sag mal, wir sind irgendwo mehr oder weniger ein Jahrgang und ihr habt unheimliche Entwicklungen in den letzten Jahren vorgenommen. Also seit unserem ersten Kennenlernen hast du den Stall gebaut, ihr habt euch vergrößert in Flächen und Maschinenpark und es ist halt eine stetige Entwicklung bei euch zu sehen. Das finde ich halt eben sehr interessant. Und dann streust du die eine Strohbox ein, da wo die 2 Kühe drin sind. Die Zusammenarbeit mit Henning Thal, unserem Gebietsvertreter, die ist einfach vertrauensvoll. Wir sind ehrlich und offen zueinander. Wir können über alles sprechen, wenn wir irgendwie Sorgen, Nöte, Fragen haben. Henning ist für uns da. Aber was anderes, und wir waren auch ganz erstaunt, dass es sowas überhaupt gibt und dass wir auch gewonnen haben. Man kriegt mal einen Vorführschlepper für ein paar Stunden oder das kriegt man schon. Aber jetzt mal ein Merlo mit Fahrer für einen Tag und der jetzt auch nicht nur den ganzen Tag auf dem Flugplatz sitzt, das ist schon was Neues. Und auch ein bisschen. Können wir unten auf dem Hof die Kellerboxen ausnutzen. In Anlehnung an die Krise haben wir uns halt gedacht, Mensch, das ist nicht, weil wir damit die Welt retten können oder wollen, sondern einfach nur, um auch ein Signal zu setzen, dass wir halt eben sehr, also sehe ich das auch, sehr nah beim Kunden sind. Ich denke, das habt ihr auch als langjährige mittlerweile Merlo-Kunden auch miterlebt, dass wir halt irgendwie nicht euch eine Maschine verkaufen und dann sehen wir uns nicht wieder, sondern irgendwie seitdem ihr vor Jahren mal Merlo gekauft habt, haben wir doch regelmäßig Kontakt auf Messen. So sieht man sich mal, spricht mal oder ihr habt braucht eine Maschine, dann stellen wir euch das irgendwie zur Verfügung. Und das ist eben das, denke ich, was es ausmacht bei Merlo. Ja, ihr fahrt seit 3 Jahren Teleskoba, ihr fahrt seit 3 Jahren Merlo. Und heute haben wir, glaube ich, alle gesehen und wieder gemerkt, wie groß das Einsatzspektrum ist vom Teleskop gerade ist. Wir haben jetzt viele in vielen Ecken sind wir reingefahren und so weiter. Und ich habe selbst wieder gemerkt, wie schön es geht, auch mit dem Austeleskopieren. Ja, wir sind auch mit unserem derzeitigen Merlo auch sehr zufrieden und der neue steht dem alten, glaube ich, nichts nach. Im Gegenteil, ja. Die Technik geht weiter und ich kann mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft weiter mit Merlo zusammenarbeiten werden. So. Jetzt die Pistole vom Rücken. Was heute so geil war an dem Tag? Ich fand ehrlicherweise mein persönliches Highlight war echt das Fanfahren mit dem Mischwagen. Ich fand das total geil. Weil das ist eine Rarität. Nach meinem heutigen Einarbeiten hier
auf dem Hof kann ich dann ja auch sonst als Betriebshelfer zukünftig einspringen. Genau. Den Hof schmeißen. Wir werden auf jeden Fall jetzt zukünftig. Sofern alles mit Merlo machbar ist. Merlo Kühe nachtreiben. Das geht alles. Universelle Maschine. Merlo Kuh nachtreiben. Geschafft. Super. Henning. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Ja, sehr gerne. Und war ein cooler Tag, ne? Ein bisschen was abgerissen hier. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Nee, hat doch gut geklappt. Also ja. Nichts kaputt gegangen, alles heil geblieben. Wer will als erstes? Komm.